Was für einen entspannten Dreh extrem wichtig ist, ist eine zuverlässige Stromversorgung. Und da gibt es verschiedene Lösungen. Der V-Mount-Akku dürfte aber die am weitesten verbreitete und beliebteste Lösung sein. Dieser kommt sowohl auf professionellen Sets als auch in Heimstudios oder bei kleineren Produktionen zum Einsatz. Worauf es bei dem ankommt, worauf man da achten muss und wie man ihn einsetzt, das zeige ich euch jetzt. V-Mount-Akkus gibt es in verschiedenen Kapazitäten. Die kleinsten liegen bei ca. 50 Wattstunden und die größten sogar über 300 Wattstunden. Eine gängige Größe sind die 99 Wattstunden Akkus, die sind noch schön klein und handlich und ihr könnt sie auch mit ins Flugzeug nehmen, denn da gilt eine Obergrenze von 100 Wattstunden, also zum Reisen ist das tatsächlich wichtig. Für dieses Beispiel habe ich mir auch einen 99 Wattstunden Akku genommen und das ist jetzt in diesem Fall einer von Neua. Etwas, was alle V-Mount-Akkus bieten, ist der BP-Anschluss hier unten. Über den könnt ihr mit entsprechenden Ladegeräten den Akku auch laden oder ihr könnt über diesen Anschluss auch Batterieplatten mit Strom versorgen, die dann weitere Anschlussmöglichkeiten bieten. Hierüber habt ihr also die maximale Leistung verfügbar, die der Akku dann ausgeben kann. Etwas, was auch alle V-Mount-Akkus gemeinsam haben, ist dieses kleine V hier auf der Rückseite, auch Namensgeber dieser Akkus. Darüber könnt ihr an eine Halterung den Akku einhängen und dann je nachdem, ob ihr eine Batterieplatte habt, die auch Anschlüsse bietet, wird dann halt der BP-Anschluss hier unten benutzt oder ihr habt vielleicht das Ganze auch nur als Halterung und nutzt dann einen der anderen Anschlüsse an dem Akku. Denn diese Akkus bieten mehrere Anschlussmöglichkeiten. Was sie halt alle haben, ist der BP-Anschluss und eigentlich auch mindestens ein DTAP-Anschluss. Das ist ein standardisierter Anschluss für Video-Equipment. Den könnt ihr dann auch nochmal aufsplitten. Da gibt es DTAP-Verteiler oder mit dem passenden DTAP-Kabel könnt ihr andere Anschlüsse auch versorgen. So habe ich jetzt hier ein DTAP auf USB-C-Netzteil im Einsatz, um meine Sony A7 IV über den Akku mit Strom zu versorgen. Und das bieten eigentlich so ziemlich alle V-Mount-Akkus. Aber wenn ihr nicht nur DTAP und BP-Anschlüsse haben möchtet, sondern den V-Mount-Akku vielleicht auch universeller einsetzen möchtet, auch mal mit einer Batterieplatte, die keine extra Anschlüsse bietet, dann ist es toll, wenn der V-Mount-Akku eigene Anschlüsse hat. Und dieser von Neua bietet gleich eine Vielzahl von zusätzlichen Anschlüssen. So gibt es auf der Oberseite zwei DC-Ports, einmal mit 8 Volt und einmal mit 12 Volt. Damit kann man zum Beispiel sehr gut einen Monitor oder auch einen Follow-Focus versorgen. Und dann gibt es hier auch noch einen USB-A und USB-C-Anschluss. Das ist auch nochmal sehr wichtig. USB-A, sehr universell einsetzbar für verschiedenste Situationen. Der USB-C-Anschluss hier hat es aber auch nochmal in sich. Der kann zum einen 65 Watt Leistung ausgeben. Das heißt, ihr könnt das auch zum Schnellladen eures Smartphones nutzen. Oder wenn ihr kein teures V-Mount-Akku-Ladegerät euch holen möchtet, könnt ihr diesen Akku auch mit 65 Watt über diesen USB-C-Port laden. Super praktisch, ihr habt dann eigentlich nur ein Ladegerät dabei und könnt zum Beispiel auch diesen Akku, wenn ihr unterwegs seid, problemlos laden. Laden kann man solch einen Akku übrigens auch dann noch über den DTAP-Port, wenn ihr das möchtet. Aber ich finde den USB-C-Anschluss hier besonders praktisch. Grundsätzlich lassen sich V-Mount-Akkus auf jeden Fall schnell laden. Am schnellsten im Allgemeinen über den BP-Anschluss, aber mit 65 Watt über USB-C habt ihr diesen Akku auch in 3 Stunden voll. Und wie gesagt, da müsst ihr kein extra Ladegerät mitschleppen, was zum einen sehr laut ist und zum anderen auch richtig teuer sein kann. Also das muss man sich dann überlegen. Oftmals können aber diese V-Mount-Ladestationen mehr als einen Akku laden. In der Hinsicht mag es dann da noch eine Berechtigung für geben. Aber grundsätzlich finde ich es sehr, sehr praktisch, dass man das hier über USB-C lösen kann. Das wichtigste Feature von V-Mount-Akkus dürfte aber sein, dass sie mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen können. Entweder über eine Batterieplatte oder, wie im Fall des Neua-Akkus, über die verschiedenen Anschlüsse, die der Akku selbst bietet. Damit hier aber dann nichts schiefgehen kann, wenn mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt werden, wie zum Beispiel eine Kamera, ein Monitor, ein Follow-Focus oder ihr ladet vielleicht gleichzeitig auch noch euer Handy damit, gibt es hier ein Batterie-Management-System. Das heißt, hier wird sichergestellt, dass der Akku nicht überhitzt und nicht überlastet wird. Also hier sind intelligente Bauteile verbaut, die den Akku schützen. Außerdem habt ihr hier im Fall des Neua-Akkus auch ein kleines Display, was euch dann den Akkustand anzeigt und die interne Spannung. Außerdem, wie viel Leistung über die verschiedenen Anschlüsse hier gerade abgerufen wird. Das heißt, ihr habt auch nochmal selber Kontrolle darüber, wie viel Leistung dieser Akku gerade abgibt. Außerdem zeigt euch das Display auch an, wenn ihr den Akku ladet, wie viel Leistung gerade in den Akku hineingeht. Nun mag man sagen, man könnte auch eine Powerbank nehmen. Aber eine Powerbank hat erstens nicht diese Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen, ist nicht kompatibel mit so Batterieplatten und einfach auch nicht so sicher. Dieser Akku ist super robust gebaut, hat wie gesagt ein eingebautes Batteriemanagementsystem und kann auch eine höhere Dauerleistung abgeben. Das ist auch ganz wichtig, wenn ihr wie gesagt mehrere Geräte angeschlossen habt, dass da nichts kaputt gehen kann. Denn gerade Foto- und Video-Equipment ist richtig teuer. Ihr könnt aber nicht nur eure Kamera und den Monitor mit Strom versorgen, sondern zum Beispiel auch Videolichter. Ich habe dazu schon Videolichter hier auf dem Kanal getestet und dann könnt ihr ganz einfach über USB-C mit diesem V-Mount-Akku auch Videolichter betreiben
Und da die Kapazität mit 99 Wattstunden hier groß genug ist, läuft dann das Licht auch lange genug. 99 Wattstunden sind übrigens 6800 mAh für diejenigen, die lieber in diese Einheit rechnen. Diesen Neua-Akku gibt es für 200 Euro, wenn man den Rabatt auf der Neua-Seite abrechnet. Und damit ist dieser 99-Wattstunden-Akku von Neua wirklich sehr gut im Vergleich zur Konkurrenz positioniert. Besonders wenn man bedenkt, welche Anschlussmöglichkeit man hier hat und dass man es zum Beispiel auch über USB-C aufladen kann. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit man gerade, wenn man unterwegs ist, trotz alledem diesen Akku gut nutzen kann, ohne große Ladegeräte mitschleppen zu müssen. Ich bin mittlerweile vor mehr als 2 Jahren auf Vormund-Akkus umgestiegen und will auch überhaupt nicht wieder zurück. Das ist super praktisch, denn mit diesen Akkus kann man wunderbar alle Geräte an der Kamera versorgen. Und ich habe jetzt überhaupt gar keine Sorge mehr, dass die Kamera während meiner Aufnahme ausgeht. Das war mit den internen Akkus der Sony-Kamera nicht immer gegeben. Hiermit bin ich also wesentlich sicherer und entspannter unterwegs und das ist auch nochmal ein großer Pluspunkt, abgesehen von der Funktionalität, die man mit einem V-Mount-Akku bekommt. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie man so einen Kamerarig aufbaut, dazu habe ich auch ein Video gemacht und dort verwende ich eben auch V-Mount-Akkus. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon auf V-Mount-Akkus unterwegs seid oder wie eure Stromlösung aussieht für euer Video-Setup. Schreibt es mal in die Kommentare. Auf dem Weg zu den Kommentaren lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.